Etwas wirklich Schönes, was uns Menschen gegeben ist, ist die freie Entscheidung. Die freie Entscheidung, dieses oder jenes tun zu können oder zu lassen, wie wir wollen. Und deshalb sage ich, unser Leben ist wie ein Puzzle. Und das erkläre ich dir auch gerne. Denn unser Leben ist nicht wie eine Achterbahnfahrt, also festgelegt auf Schienen, ja, wo du weißt, wann kommt die nächste Kurve, wann kommt ein Überschlag, also eine Herausforderung im Leben. Und wann muss ich mich entscheiden, fester in den Sitz zu greifen und so weiter. Nein, unser Leben ist nicht wie eine Achterbahnfahrt, es ist nicht alles vorbestimmt, sondern wir treffen regelmäßig Entscheidungen. Und jede Entscheidung, die du triffst und dich daran hältst, hat auch wieder Einfluss auf dein Leben und das, was in Zukunft passieren wird. Das kannst du natürlich nicht immer ganz genau vorhersehen, aber dieses Entscheidungen treffen und das vor allem regelmäßig, so oft wie möglich und dann diese Entscheidung festigen und dabei bleiben, wenn man meint und das Gefühl hat, es ist das Richtige für einen, das ist unwahrscheinlich wichtig. Deine Entscheidungen haben immer einen Einfluss auf dich, auch auf andere zum Teil und sie werden bestimmen, wer du in Zukunft sein wirst, wie viel Geld du in Zukunft verdienen wirst, wie gesund du sein wirst, welche glücklichen Beziehungen du führen wirst oder auch unglückliche Beziehungen. Deine Entscheidungen haben immer wieder einen Einfluss auf alles in deinem Leben. Und das ist verdammt nochmal richtig genial, weil wenn du weißt, dass deine Entscheidungen immer wieder zu einem Einfluss führen und irgendetwas beeinflussen können, dann musst du einfach immer nur wieder versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das kann beispielsweise sein, eins meiner Lieblingsbeispiele, dich nicht jeden Abend vor den Fernseher zu setzen oder nicht jeden Abend 2 Stunden auf das Smartphone zu starren, um durch irgendwelche sozialen Medien durchzuscrollen. Nein, du kannst entscheiden, was du aus deinem Leben machst, was du erreichen willst, welche Ziele du verfolgen möchtest, wann du dir eine Auszeit nimmst, genauso wichtig, ja, auch, dass man in Balance lebt, dass man nicht nur ständig arbeitet, dass man auch Zeit mit der Familie verbringt, mit dem Hund, mit allen möglichen Dingen, die dir Spaß machen, Hobbys. Triff immer wieder die richtigen Entscheidungen und mache das zur Gewohnheit, für dich selbst zu entscheiden und nicht andere für dein Leben entscheiden zu lassen. Und du kannst dich buchstäblich in dieses Puzzle des Lebens verlieben, indem du weißt, jetzt füge ich wieder das Puzzle hinzu und das Puzzleteil und das Teil, bis sich das große Gesamtbild ergibt. Und dieses große Gesamtbild besteht halt aus diesen verschiedenen Faktoren, Privatleben, Beruf, Karriere, Hobby, Sport, was auch immer du machen möchtest, Beziehungen, Partnerschaft, Familie. Es gibt so viele einzelne Aspekte und die verbinden sich alle in diesem einen großen Puzzle, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst. Ansonsten verbinden sie sich von alleine, nämlich durch andere Menschen, durch andere Situationen, andere Einflüsse. Und ja, natürlich, man kann nicht immer alles vermeiden und verhindern, aber wenn eine Situation eingetreten ist, die dir nicht gepasst hat, kannst du wieder neue Entscheidungen treffen, den Kurs ändern und dich frei bewegen. Du bist nicht starr auf der Achterbahn und musst jede Kurve mitnehmen, so wie sie kommt. Du bist frei und flexibel und nutze das einfach für dich aus und gestalte dein persönliches Puzzle deines Lebens, so wie du es dir vorstellst. Ich wünsche dir dabei die maximal möglichen Erfolge. Schreib mir in die Kommentare, was du darüber denkst. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.